Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, etwas sommerlicher angezogen diesmal, machen wir uns jetzt auf die Suche nach einem Runenstein, den wir mal aktivieren können. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, gibt es sie hier auch in Epona? Oder gab es sie nur im Rest von der Welt? Ich weiß es gerade nicht. Ach schön, jetzt ist hier wieder alles grün. Man ist ja jetzt wirklich Epona mehr im Schnee gewöhnt und gewohnt als grün. Also es ist ja, wann kam denn der Schnee? 3 Wochen nachdem Epona kam und hat jetzt so lange gelegen. Sieben Wochen? Ich glaube 7 Wochen. Und ich glaube, wir haben hier keine Runensteine. Ja, egal, macht nichts. Dann machen wir einen gemütlichen Ausritt Richtung Erntefeldprovinz. Da haben wir auf jeden Fall Runensteine. Meine Nase kribbelt. Weil ich muss nämlich jetzt nur noch einen Runenstein anklicken und dann können wir nämlich die nächste Quest bei Alex annehmen. So. Und dann haben wir noch, was haben wir dann noch verfügbar? Die Dinosaurierfunde. Okay, da werden wir dann wahrscheinlich wieder mit Vanilla Dream hingehen. Will ich jetzt eigentlich gar nicht, weil dann müssen wir uns wieder warm anziehen. Ja. Ich sehe schon kommen, dann fangen jetzt zunächst wieder die Themenfolgen an. Ich habe ja immer noch die... Oh, ja, Tatsache. Es hatte mir jetzt schon jemand geschrieben, dass im Sumpf die Bäume noch Schnee bedeckt sind. Und hier ist es tatsächlich auch so. Also diese Weiden scheinen wirklich noch überall schneebedeckt zu sein. Sehr gut. Oh Mann. GZSSO. Hi. Naja, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich frage mich nur, wieso, weshalb, warum. Manche haben ja wohl auch das Problem, dass noch überall Schnee liegt. Finde ich auch ganz interessant. Ich frage mich, wie sowas passieren kann. Man muss ja eigentlich von manchen Personen der Launcher nicht vollständig gepatcht haben auf die eigentliche Version, die jetzt sein sollte. Aber was macht man dann? Bis zur nächsten Woche warten und hoffen, dass er dann die Dateien noch mitpatcht, die noch fehlen? Oder keine Ahnung. Das ist sehr interessant, der Fehler. So. Auf geht's Richtung Erntefeldprovinz. Gut, wir sind ja jetzt hier auch in der Erntefeldprovinz, aber das hier ist für mich, da unten, das ist für mich Erntefeldprovinz. Also das hier ist irgendwie, das ist für mich Epona, auch wenn das auch zur Erntefeldprovinz gehört. Aber für mich ist das hier immer so. So. Und irgendwo da hinten rum müsste doch auch dann der erste Runenstein auf uns warten. An der darf ich wieder nicht so nah vorbei eiern. Ansonsten macht Daisy Girl da wieder pflichtbewusst einen Sliding Stop vor ihr. So als Quarter Horse zeigt sie da mal, was sie kann, weil sie sagt, Moment, die hat doch eine Quest für dich, warum reiten wir dran vorbei? Nein, das sagt sie natürlich so nicht. Völliger Quatsch. Aber das wisst ihr ja. So. Ja, auf der Koppelinsel spätestens. Da weiß ich, dass da definitiv 2 sind. Einmal oben, einmal unten. Dann machen wir da gleich einen Stopp. Na, gucken wir mal. Ich habe mich jetzt übrigens entschlossen, mir auch nochmal einen neuen Helm zu kaufen. Ich weiß nur noch nicht, wann. Weil ich mir den eigentlich nicht von Starcoins kaufen wollte, weil ich mir die Starcoins normalerweise zusammenhalten will. Aber kosten ja relativ viele Schillinge, muss ich ja sagen. So, genau. Der Runenstein, da ist er. Opala, was war das denn jetzt? Das war auch ein Sliding Stop mit Kameraschwenk. Der war aber nicht von mir geplant. Oh. Schön, wirklich hier wieder alles grün zu haben. Muss ich ja sagen, also der Schnee war schön. Das ist, also so ist es. Hallo? Das kann ich jetzt nicht wieder zurückschieben. Versteht's nicht falsch. Also es war schon cool, muss ich sagen. Aber ich bin jetzt doch auch froh, dass es wieder normales Wetter ist. Weil langsam war es mir dann doch ein bisschen zu lange schon weiß. Und in 3 Wochen sage ich dann, oh, das wäre doch schön, wenn wir nochmal Schnee hätten. Oh, es ist ungewohnt hier. Das leuchtet auch voll. Wenn man nicht so einen Schneehintergrund hat, leuchtet das viel weniger.
Da ist das erste. Wo ist die zweite Ecke? Ich habe jetzt gerade gar nicht aufgepasst, wo ich hin muss. Da ist das nächste. Obala, da ist ein Kreis. Und wo ist das letzte? Da ist das letzte. Tudulu. Ja, und das hat sich jetzt angehört wie eine verrostete Gießkanne. Messung erfolgreich. Gut, dann wollen wir das mal abgeben. Zack, jawohl, wissen wir. So. Und jetzt haben wir nämlich genau mit dem inneren Blitzkreis sind wir jetzt Rufniveau freundlich. Und damit haben wir jetzt freundlich gestellt mit dem inneren Blitzkreis und müssen zum Silverglade Landgut. Jetzt können wir erstmal wieder eine Runde reiten. Weil wir kommen dann jetzt sowieso mit einer Fähre oder sowas sind wir jetzt auch nicht wirklich schneller. Klar, ich könnte jetzt irgendwo hinfahren, nach Vorpinta genau genommen. Golden Hills würde uns nicht wirklich weiterhelfen. Wir können ja mal gerade gucken, was das für eine Fähre ist, die da unten gerade steht. Gucke, das ist die nach Vorpinta. Komm, dann hilft die uns tatsächlich. Dann nehmen wir die doch mal. Dann nehmen wir jetzt die Fähre nach Vorpinta, dann müssen wir immer noch reiten. Aber, ja. Wir sind so lange nicht mehr Fähre gefahren. Jetzt in der vorletzten Folge sind wir, glaube ich, Fähre gefahren, aber davor sind wir ewig nicht mehr Fähre gefahren. Jetzt, wo man nicht mehr so oft hin und her muss, einfach aus dem Grund, ich habe ja früher die ganzen Quests hintereinander weggemacht. Dann hat man natürlich auch viel häufiger die Fähre genutzt, wenn man dann von da nach da gesprungen ist. Ich vermisse die Zeit, wo ich jede Menge Quests hatte und die Story noch nicht kannte und alles, muss ich wirklich sagen. Das ist, ich habe das schon mal gesagt, dass das so die schönste Zeit ist von einem MMO, wenn man noch keine Ahnung hat, was einen erwartet. Das ist immer wirklich das Schönste, wenn man noch so viel erkunden kann, alles für einen neu ist. Das ist herrlich, dieser Moment. Und wenn ihr die noch habt, die Chance, das zu genießen, dann tut es. Es ist wirklich richtig, ja, es ist schön. Und ich habe das letzte Mal vergessen, die Quest beim Pferdemarkt zu machen, der da hinten jetzt gerade wieder aufgebaut wird. Der ist noch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, der wird noch aufgebaut. Hooray, ich habe ja keinen Ton mehr. Jetzt habe ich wieder Ton. Genau, die bauen sich da gerade noch auf. Voila. Okay. Okiese. So, dann reiten wir jetzt hier mal rechts. Wir müssen ja nicht durch Vorpinta durch. Juhu. Genau, ja. Da stehen noch keine Pferde. Das wird noch aufgebaut. Da gibt es dann nächste Woche wieder die Pferdemarktpferde zu kaufen. So. Dann reiten wir jetzt hier hoch. Können wir jetzt mehr oder weniger einmal querfeldein da oben hin. Vorpinta Way. Ich finde es interessant, dass manche Sachen übersetzt wurden und manche nicht. Was ist das denn da oben? Ist das irgendwie ein Funkturm? Das ist mir noch nie aufgefallen. Was ist das? Das müssen wir mal erkunden. Ist das von der Dakor-Baustelle oder von was ist das? Nicht Dakor. Eine GED-Baustelle? Ja, ne? Könnte sein. Könnte sein, dass da genau der Weg oben rauskommt. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ich weiß es nicht, ob man das vielleicht vorher einfach nur blöd gesehen hat durch den Schnee oder ob ich da immer nicht hingeguckt habe. Ich habe da ja eigentlich schon mal hingeguckt. Ich habe ja das Observatorium, was ja nur knapp daneben ist, habe ich ja schon zigmal gesehen. Na gut. Ja, und ich denke mal, nächste Woche können wir dann wirklich mit den Valentins-Quests rechnen. Ich denke, dass die dann kommen werden. Bin ich auch schon sehr gespannt darauf. Die habe ich ja letztes Jahr auch schon mitgemacht und ich bin neugierig darauf. Die mysteriöse Weise. Und ich bin sehr neugierig darauf, ob wir dann neue bekommen oder ob es wieder dieselben werden wie im letzten Jahr. Ich weiß auch nicht, ob es letztes Jahr andere waren als davor im Jahr. Ich weiß nicht, ob es davor im Jahr überhaupt ein Valentins-Event gab. Da habe ich ja noch nicht gespielt. Da habe ich ja noch keinen Plan. Das heißt, ich habe jetzt den ersten Vergleichswert dann beim nächsten Valentins-Update. Also wie gesagt, die Karten, die finde ich viel schöner als die im letzten Jahr. Und das Set finde ich auch viel schöner, auch wenn es ultra kitschig ist, aber ich finde es einfach ultra knuffig. Und stell dich mal, wenn man wirklich so eine Rose bekommt, wirklich so eine aufgeblühte Rose, nicht einfach so gepresst, platt gequetscht, das wäre richtig cool. Also ich würde mich da ultra drüber freuen, wenn man dann wirklich so eine
bisschen 3D-mäßige Rose hätte. Naja, vielleicht haben wir ja Glück. So. Alex, wo bist du denn? Da bist du. Oh, können wir hier schon mal langsam parieren. So. Du bist bei deiner Reise im inneren Blitzkreis nun etwas weitergekommen. Das ist dein erster kleiner Schritt. Bist du bereit, weiterzugehen? Na klar. Gut, fahre mit den Messungen noch etwas fort. Deine Hilfe ist sehr bedeutungsvoll. Deine Vertiefung im inneren Blitzkreis ist für deine weitere Entwicklung sehr wichtig. Glaub mir. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder weitermachen, um die nächste Gemocht beim inneren Blitzkreis fertig zu bekommen. Okay, da müssen wir jetzt schon ein bisschen mehr für machen. Was braucht man denn nochmal für... Hier unten war doch auch noch einer. Ein Runenstein. Da können wir den doch auch mal noch machen direkt. Was brauchen wir dann nochmal für Gemocht? Ruf. Warte mal, wo ist denn der innere? Da unten. 1500 brauchen wir für Gemocht. Oh ja, für die nächsten 1000, da brauchen wir jetzt schon so ein bisschen. Aber es gibt natürlich relativ viele Runensteine, wenn man hier alle abklappert. Das darf man nicht vergessen. Vielleicht machen wir die ja demnächst auch im Stream ein bisschen mit. Habt ihr da Bock drauf? Also ich würde es jetzt anbieten, weil dann komme ich noch häufiger dazu, das zu machen. Und es ist ja immer eigentlich schöner, wenn man sowas zusammen macht und nicht alleine. Da, 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 da. Hier hinten. Sind doch auch zwei da und da. Sind es auch wirklich welche? Oder kann ich mit denen nichts anfangen? Oh. Nee, ich glaube, mit denen kann ich nichts anfangen. Was ist das so ein Teil? Warum? Kann ich damit nichts machen? Das verstehe ich jetzt nicht. Hier hinten bei Steve's Farm vorbei, da ist auch noch einer. Das weiß ich, dass das definitiv einer war, der früher aktiv war. Der da oben, da. Mal gucken, ob das mit dem funktioniert. Wenn es da auch nicht funktioniert, dann weiß ich nicht. Doch, genau, da können wir es machen. Da waren es anscheinend einfach nur die Falschen. Zack. Weil ich würde nämlich jetzt gerne, wie gesagt, den hier noch machen. Wenn wir sowieso gerade schon mal hier sind, dann nehmen wir den doch noch mit. Ah, das ist auch ein süßes Bild. Ah, das ist echt ein schönes Bild. So, dann wollen wir mal. Was haben wir denn da? Das C, das ist da, dann da, dann da, dann da und dann da. Da, 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 da. So, und das habe ich jetzt gemacht, ohne hinzugucken. Ich war so schnell, dass nicht mal die unteren Runen angefangen haben zu leuchten, ja? Ich müsste mir eigentlich echt mal so eine Karte raussuchen. Es gibt ja Karten, wo die ganzen Runensteine drauf verzeichnet sind, wie auch schon die Risse. Das ist ja ultra praktisch sowas, muss ich wirklich sagen. Also es ist schon eine enorme Hilfe. Aber ich habe jetzt auch noch nie so wirklich hundertprozentig da ein Auge drauf gehabt, wo die Runensteine sich überall verstecken. Tja! Gut, ihr Lieben, ich würde dann aber sagen, ich verabschiede mich für heute von euch. Morgen und Sonntag gibt es ja wieder eine Themenfolge. Morgen natürlich auch noch Kallis Wins and Fails. Mal schauen, ob es diesmal ein bisschen besser läuft als die letzten Male. Und ja, dann bis morgen. Tschüss!